Komm, querbeet. Das sind Rowdies hier. Rebel for Life. Da gehen wir mal ein bisschen weg. Das sah so aus, als wären die ein bisschen stärker. Da war irgendwie so ein Totenkopf-Symbol noch. Vielleicht habe ich das auch fehlinterpretiert, aber ich will jetzt nichts riskieren. Quer über den Landweg. Was ist das? Was ist denn da? Das klang aber komisch. Ja, ein andermal. Okay, wir sind da. Reiten wir mal locker flockig durch. Komm schon. So ist gut. So, das ist wieder ein Rüstungsschmied. Sind wir mal an. So, hab Angst. Ich habe gerade einfach mit Schnipsen was angezündet. Werter Kaufmann. Egal. Finger weg von meinen Eiern. Ja, das würde ich aber auch gerne meinen. Wen auch immer ich dabei erwische, der, dass er mir Eier aus dem Hühnerstall stiehlt, den haue ich mit der Axt N2. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Winsel aus. Schöner Name. Tut Buße. Die Bäume wispern, dass die Herrinnen des Waldes nicht zufrieden sind, dass unsere Opfer nicht ausreichen, dass wir zu selten ihnen beten, zu ihnen beten und ihren Namen zu unbedacht gebrauchen. Bessert euch, Leute, und zeigt wahren, frommen Glauben. Denn wenn sie uns auch noch verlassen, werden wir in diesem verlorenen Sumpf alle umkommen. Okay. Suche Arbeit, hallo. Tue jede Arbeit für eine Schale Suppe oder einen Brotkanten. Kann zimmern und versabbeln und bla bla bla. Rossa, Auftrag Hanna aus den Wäldern. Hört, hört! Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht allein in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Denn Mumm, wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Bolko, Ältester von Mittelheim. Das klingt nach einer Arbeit für uns. Schauen wir mal. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? What? Was gibt es Neues in der Weite? What? Am besten gar nicht. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Eine Flasche Ketchup. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Okay, schauen wir mal, was er hat. Teure Sachen, teure Sachen. What? Okay. Scheuklappen. 20 Panikstufe des Pferdes. Ja, die Satteltasche ist auch nicht viel besser, aber hier... Noch so viel bezahlen? Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das könnte ich mir allerdings mal leisten. Bezahlt er mir eigentlich was für Waffen? Auch nichts, ne? 4, 5. Ach komm. Was soll ich mit dem Scheiß, ne? Deutlich bessere Sachen gibt's da auch nicht. Was ist das eigentlich? Ein Streitkolben, der sah ein bisschen wertvoll aus. Aber nur gut. Hier die Sachen, die räumen wir auch mal weg. Ne, das ist alles nicht so toll. Das hat 5 Rüstungen mehr. Okay, wieso habe ich das nicht ausgerüstet? Ach so, ja gut, weil ich so ein Hexertyp bin, ne? Ja, das natürlich war so true. Guck mal, die ganzen Sachen brauchen wir gar nicht. Ich hatte überhaupt noch genug Geld, nicht mehr viel. Komm, das kauft ihr mir noch ab. Hat er noch was für 5 hier? So, jetzt hat er nichts mehr. Leb wohl. Bis dann. So, und wir sollen hier Leute befragen, ne?
Die Bewohner. Ja, Bauer, erzähl doch mal. Du willst nicht reden. Vielleicht dann die Bäuerin. Die geht auch nur. Was soll denn das, Leute? Armer Mirko, ganz alleine. Dieses Kind. Sie hatten sich so darauf gefreut. Oh. Also stimmt es, dass dieser Vampir schwangere Frauen tötet? Hier ist ein Vampir unterwegs. Oh mein Gott. Ich hab sie umgebracht. Ich hab sie umgebracht. Nicht hingucken. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Okay. Ich glaube, alter Mann, erzähl. Oh, ich dachte gerade, der hat sein Schwert gezückt. Denn nicht. Was gibt's denn hier drin? Plündern wir halt die Häuser, wenn keiner mit uns reden will. Das ist ja echt unhöflich, dieses Dorf, dieses Mittelheim. Brotmesser. Oh, ich bin hier nur zu Besuch. Hallo? Kann ich mit dir reden? Du siehst krank aus. Wenn du nicht reden willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. So einfach ist das. So, kommen wir dann auch... Zwergenschnaps, jawohl. Das brauchen wir nämlich zur Herstellung von dieser Sache hier. Was brauchen wir denn für die verbesserte Katze? Wasseressenz. Ah, okay. Aber weißer Honig hebt eigene Vergiftung sowie Effekt anderer Tränke vollständig auf. Kann man ja mal herstellen, finde ich. So, eine Kartätsche können wir auch mal machen. Was brauche ich dafür? Kartätsche? Calcium Equum, genau. Da wussten wir ja nicht, wie wir da genau Sachen finden. Mhm. Kirschlikör. Können wir den Kirschlikör herstellen oder so? Nee, ne, bestimmt nicht. Ja gut. Woher kommst du? Das sage ich dir doch nicht. Ihr wollt ja nicht mit mir reden. Oh, lass mich vorbei. So. Mit wem kann ich hier reden? Sind hier Wachen? Einige Dorfjungen haben sich zusammen. Ich hoffe nicht. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ey, ich hab doch nichts gemacht, ey. Immer dieser Baron, sagt mir lieber, was hier Sache ist. Bei dieser Hexe gewesen. Die verzaubert sie, ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Lesen. Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Die Einwohner von Mittelhain und Schwarzwald werden hiermit aufgefordert, sich im Lager bei Mittelhain zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstagen sind bei den Dorfältesten erhältlich. Kriege ich jetzt trotzdem irgendwie hin, mit wem ich reden kann? Oh mein Gott, die Kinder ploppen. Ich hab mir gerade überlegt, was der hier macht. Komm schon, so schlecht ist die neue Garde. Du musst ein paar Substanzen zu dir nehmen. Und jahrelanges Training und fast sterben dabei. Mehr musst du nicht machen. Und was ist das für eine Hexe, die kein einziges graues Haar hat? Das ist doch nicht dein Gesicht passiert. Ach, Rüstungsspiel, du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Klingt interessant. Gabrielle klingt aber... Ich möchte etwas anfertigen lassen. ...als wenn er von der Armbrust redet. Hm. Jägerhose. Die ist auf jeden Fall schlechter. Hm. Und das haben wir schon. Also, ich glaube, wir brauchen erstmal nichts, oder? Stahlbarren können wir herstellen. Silberbarren können wir auch herstellen. Wollen wir die mal herstellen? Ein Silberbarren oder ein Stahlbarren? Nee, wir können es ja erstmal. Du könntest ja erstmal lassen. Weil noch brauchen wir es eigentlich gar nicht. Leb wohl. Bis dann. So. Und jetzt gehen wir aber. Wenn ich da.
Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Ich soll doch mit der Alten reden. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ja, ich suche die Hexe, zu der du alle Leute schicken willst hier. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Ja, ja, wer weiß, was die Hexe mit ihm gemacht hat. Schnick, schnack, knick, knack. Paula Bauer, was geht bei dir? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Verdammt! Ich kann es nicht. Ah, da muss ich echt das hier machen. Ach, das ist doch ärgerlich. Na komm. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Ich bin doch kein Hexenverbrenner. Ich bin doch selber eine Hexe. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Ja, auf schlanke Weiber stehen die wenigsten, ne? Finde den Teich beim Dorf. Das sieht doch aus, als wäre hier ein bisschen Wasser. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Da muss ich wahrscheinlich da hin. Meister Hexer. Ich laufe hier einfach über das Beet, ne? Da okay. Ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Wir sind gleich da. Wir haben schon ein bisschen was weg. Das hört sich so an, als wären da ein paar Getiere. Hier ist ein bisschen was los. Oh ja. Oh Gott. Na, was ist da los? Hallo, ich bin auch schon längst gesprungen. Gut, die machen nicht viel Schaden, sind aber extrem nervig. Wo ist er denn? Der war ja, hier. Hier irgendwo muss er sein. Na, ganz hart tot. Okay. Neckerklaue. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Die sind schon neu. Aber nehmen wir erstmal alles mit, was wir finden können, ja? Kleines grünes Mutagen. Okay, ich glaube, aus kleinen Mutagen können wir ein richtiges Mutagen herstellen. Oder hinten. Da versammeln sich schon einige bei der Hexe. Das arme Mädel hat Schmerzen. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Beard. Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! So leicht wird die uns nicht los. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder.
Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Was? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Braucht einen Kerl, ja, da bin ich doch genau der Richtige für. Oder was? Schneckchen. Hier kommt Papi. Ist jemand zu Hause? Mhm. Eine gewöhnliche Kerze. Okay, eine gewöhnliche Kerze. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes hier. Oh, was haben wir denn da? Rezept für schwarzen Kajal. Wenn wir mal in die Emo-Phase übergehen, dann können wir uns auch schwarzen Kajal machen und uns schminken. Auch nicht schlecht. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Wo ist sie denn hin? Jetzt unterbricht er sich sogar schon selber. Der alte Schlawiner. So, hier. Schöner Quintenzirkel, oder was ist das? Ein Pentagramm aus Kreide. Muss man das nicht durchgängig zeichnen, damit das wirkt? Naja, gut, da fehlt ein bisschen Holz, ne? Über die Dielen ist es ja vollständig. Wenn man die ein bisschen zusammenrückt, dann passt das schon. So, aber hier ging es runter. Oh, da liegt noch was auf dem Bett. Brief an Alexander. Ach, guck mal, das Rezept können wir uns auch mal angucken. Schwarze Kajal im Handumdrehen. Ja, guck mal, jetzt werden wir auch noch ein Beauty Palace hier bei den Buddha-Bären. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen, die mit frischem, ich betone frischem, Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nehme man zu sich. Sie kann einem nur gut tun. Ja. Nope. Und der Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zu sehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Vzrat dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder 2, oder 3, oder 4, oder 5. Deine Kay. Agent K ist am Start. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Noch ein Schädel? Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Ein Portal. Hierhin ist sie also verschwunden. Ja, gucken wir uns gleich an. Hier war da noch was. Kann ich das nicht durchsuchen? Ich will noch runtergehen. Ups. Ach komm. Geralt, stell dir nicht so an. Stahlblech. Hasenfell und Kronen? Nicht ausmachen. Gift der Erhängten. Herzogsprozessschnur, sehr schön. Alles mitnehmen hier. Alles plündern. So viel Zwergenschnaps. Und dann nehmen wir mal eine schöne Wasserflasche. Jetzt gehen wir durch das Portal, oh mein Gott! Okay. So. Nett hier. Ein Schneehase, aber hier ist doch gar kein Schnee. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Okay, dann wandern wir mal hier hoch. Ich habe das Gefühl, das ist alles hier nur mit Magie hergestellt. Das ist gar kein richtiger Ort. Sei gegrüßt, Hexer.
hast was vergessen. Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Leben. Dreh dich um und warte. Schade. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja, wollen wir noch ein paar Fragen stellen? Was für eine Loge? Nee, das interessiert uns. Du, ich suche jemanden. Eine junge Dame. Vielleicht kennst du die. Ciri heißt die. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Packen wir es aus? Es ist eine alte Bekannte. Ach komm, wir sprechen es geradeaus an. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Oh, shit. Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Das heißt, die hat hier gelebt, ja? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Ach komm, hier, wir kennen uns so lange, da reicht doch meine Dankbarkeit. Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Dann doch die Dutzend Eier. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ja, das muss ich vorausschneiden. Ah, da rammeln die Häschen einfach. Ich will mich hier noch gerne ein bisschen umgucken. Ich kann nicht sofort aufbrechen. Dann treffen wir uns dort. Ich warte am Eingang zur Höhle auf dich, nördlich von Mittelhain. Wenn ich noch da. Bin ja so selten hier. Ein bisschen Schöllkraut einsammeln. Sammeln wir mal alle Sachen ein, die wir hier finden. Vielleicht können wir es ja gebrauchen.
Ne, sollte hier nicht was sein da. Was ist denn das hier alles? Elfische Wissende. Okay. War gut zu wissen, dass wir das Buch gefunden haben, auf jeden Fall. Der Truhe ist nichts für uns. Irgendwelche besonderen Sachen sind hier auch nicht anscheinend, oder? Wo geht's denn hier hin? Einfach mal rüberspringen. Okay. Da oben gab es auch nichts weiteres. Irgendwelche Informationen für uns oder so. Und können wir ein Bad nehmen? Ja, das Licht lassen wir mal an, ne? Muss ja selber wissen. Ist ja eine Hexerin. Eine Zauberin. Um genauer zu sein. Gehen wir wieder zurück durchs Portal. Wow, einfach mal rausgeschossen, das war's. Gut, wir hätten auch nicht mehr zurückgehen können. Sehr schön. Nehmen wir noch die Kleidung mit, vielleicht passt sie uns, ja? Geht nicht, schade. Gut, dann sind wir ja doch ein bisschen weitergekommen in der Hauptstory. Ich hätte natürlich gerne ein Level gemacht, aber das dauert anscheinend momentan gerade, bis wir von Level 4 auf Level 5 kommen, einige Arbeit zu verrichten. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ciao!